Leute, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Was geht ab? Wir sprechen heute über Side-Deck. Was man so alles im Side-Deck spielen kann. Nächste Woche YCS Prag, Chong. Ganz wichtig, bereitet Alter. Sich gerade vor. Eine Woche Zeit noch, Alter, um sich noch ein bisschen was vorzubereiten, Mann. So, zeig mal. Wovor hast du am meisten Angst? Vor welchem Matchup? Cosmo. Was hast du dagegen im Side? Also 3 Max Cs habe ich. Also Max Cs auf jeden Fall kann man immer gegen Cosmo, ist immer zurzeit echt gut. Wenn sie ja die Destroyer Strongman Combo auspacken und den Kind Zink kennt, dann ist Max C echt krass. Immer plus 1. Wieso spielt man ihn nicht mehr im Main jetzt? Also man kann wieder Main spielen, ich weiß nicht, weil Wayland zurzeit ist besser, finde ich. Also Wayland ist auch gut und gegen... Ich glaube, weil man immer anfangen will, dann ist Max C halt tot. Aber Max C, du siehst ja nur Karten, echt, aber was ist mit dem Schaden? Das hilft dir ja nicht, wenn er dir einen OTK gibt, oder? Nee. So ist es. Du hast ja Schiffe und so, das geht schon. Das ist nicht so schlimm. Ja? Ja. Es geht dir nur darum, dass du Plus machst in deinem Zug, weil du meistens aktivierst das eh nur in deinem Zug. Weil du angreifst auf die ganzen Schiffe, dann zerstören sie sich gegenseitig und fließt dann immer noch dazu. Ja, aber dann ist das nur im Cosmo gut. Im Cosmo gegen Cosmo. Ja, gegen Cosmo ist es auf jeden Fall gut. Ja, auch im Cosmo, wenn du selbst Cosmo spielst. Ja, ich spiele es im Cosmo. Ja, das hast du aber nicht gesagt. Ja, aber was ist, gegen Pepe ist auch nicht schlecht, oder? Ja, Pepe ist auch nicht schlecht. Ich sag dir, jetzt kommt ja ein ganz anderes. Pepe ist auch nicht schlecht. Also, kann man sogar vielleicht auch Main spielen, oder? Ja, könnte man, aber ich spiele gerade Wailer Main, weil Wailer ist ein bisschen flexibler wegen Mermel, Pepe und sowas. Ja, kommt Wailer nicht zu oft tot. Da haben wir andere Erfahrungen gesammelt. Aber was ist der Vorteil gegenüber Cyberdrache? Wie heißt die? System Down. System Down, genau. System Down kann man auch zweimal spielen. Finde ich sogar zurzeit gegen Cosmo auch echt gut, weil ich fange meistens mit Call an und so, dann kannst du alle Schiffe banishen. Ja, was, wenn die Call chainen? Das ist auch wurscht. Geht ja auch trotzdem alle weg. Feld und Dings, Grito. Geht der Feld und Grito. Was haltet ihr von dieser Karte? Und Town haben sie auch nicht immer, deswegen passt es schon. Das müssen wir vorzeigen. Du musst erst vorzeigen, wo man keine mehr finishen kann. Ja, aber du musst sie vorzeigen. Ja. Und dann kannst du immer noch Effekte aktivieren. Unchainen und so, dies das. Was auch nicht schlecht ist, ist zurzeit Skill Trade im Cosmo. Kann man gegen viele Decks bauen. Gegen Monarchen ist echt scharf. Gegen Super Quantum. Gegen Pepe auf jeden Fall. Aber du spielst jetzt zum Beispiel nur nicht Main, weil du befürchtest, oft gegen Cosmo zu spielen, oder? Ja, genau. Also ich würde sie eigentlich auch Main spielen, aber immer wenn ich sie Main gespielt habe, kam sie bei mir mal tot. Habe ich sie nie gebraucht oder so. Deswegen spiele ich sie einfach im Side. Okay. Deswegen, ja, hier gegen Cosmo. Gegen Cosmo spiele ich halt nach C zur Zeit. System Down. Ansonsten, Cyberdrake kommt immer eigentlich ganz gut, auch Level 5, kann man auf Infinity noch kommen gegen Cosmo, kann man fusionieren, mit Cyberdrake Core auch, die sind auch echt gut. Was ist der Vorteil zu Cyberdrache 3 oder 2 oder wie der heißt? Hier kann man normal, oder kannst eigentlich... Der hat noch einen Friedhofseffekt. Ja, das Friedhofseffekt. Der kann suchen, ja. Wenn er im Friedhof liegt, kannst du ihn banishen oder in Cyberdrake, kannst du Cyberdrake Special. Ist immer ganz gut. Ansonsten kann man Time Space immer gegen Cosmo spielen. Aber ich weiß nicht, ob die Zeit echt gut ist, weil mit den Coils und so weiß man nicht genau. Die hier ist vielleicht auch nicht schlecht, die Twin Twister gegen Cosmo. Weil zurzeit spielen die Cosmo sowieso immer ganz viel Backrow. Das ist schon nicht schlecht. Ansonsten, ja, das war's eigentlich, was ich gegen Cosmo rein beobachten würde. Wenn man halt ein anderes Deck spielt, auf jeden Fall Iron Wall. Iron Wall ist ganz gut. Iron Wall zerstört. Ja, Iron Wall echt gut. Iron Wall immer noch. Kann man noch willst du gegen Cosmo anfangen oder? Ich fange immer an. Egal ob ich Cosmo spiele oder nicht spiele, ich fange jetzt meistens immer an. Weil wenn ich anfange, kann ich mit der Combo mit der Tin Can, Tin Can Cosmojo, Call und so, vielleicht setzen und so. Ja, hat der Gegner ein bisschen Probleme, wenn ich das Destroyer schon auslege. Sonst gegen Monarchen kann man Chinese Appearance spielen. Gegen die Kleinen, wenn die Kleinen weg sind, sind sie auch meistens schon fast Game. Ansonsten eine ganz schlimme Karte gegen Monarchen ist Maske.
Das stört sie halt brutal. Ja. Das ist halt so wie Iron Wall gegen Cosmo. Das gleiche. Ansonsten bei Iron Wall kannst du auch gegen Monarch. Boah, hier ist schon heftig. Ja, kann man auch. Kann man auch, ja. Ansonsten gegen Monarch. Guter Beitrag. Was? Guter Beitrag. Dankeschön. Praktikant. Eventuell. Ansonsten auch gegen Monarch kann man auch. Spirit Rainbow ist halt auch echt gut. Was ich auch gerne Sideboard-Rennen-Tour gegen Monarch, ne, ist Twin Twister, weil die doch echt, weil die viel Feldzauberkarte und die ganzen, wie heißt das, die Feldzauberkarte stört ja, wenn du jetzt Cosmos spielst, nicht, oder? Eher wahrscheinlich Peter und so, oder? Ja, auch, weil, dieses Marsch der Monarchen und so. Ja, aber die Feldzauberkarte, meine ich, stört ja Cosmos. Ja, stört, ja, stört weniger. Also bis auf die, ich glaube, die King ATK, glaube ich, auch dazu. Ja, die King ATK. Ansonsten kann man die anstellen, dann kann die, da haben die Monarchen alle 8 Sterne oder 7 Sterne. Ja, ja. Anstatt 6. Das ist schon noch schnell. Okay. Was seid ihr von Nebelkönig? Ja, also im Cosmos ist scheiße, finde ich, weil du musst halt auch Monster opfern, das ist eine normale Beschwörung und alles, das verschwendet halt. Ich finde es im Cosmos nicht schlecht, weil du halt einfach krasse ATK geben kannst, ja, dem Nebelkönig. Also. In welchem Deck findest du Nebelkönig gut? Im PP auf jeden Fall. Im PP ist echt krass, weil du kannst dann pendeln alles für Monster oder so und dann machst du einfach ein Tribute Summon für Nebelkönig. Und dann nächste Runde machst du einfach wieder, pendelst du einfach wieder alles raus und dann ist das Monarchen eigentlich schon tot sozusagen. Okay. Ansonsten gegen Pepe, das war's jetzt zum Monarchen. Gegen Pepe würde ich. Hast du Angst vor Monarchen? Nee, eigentlich gar nicht. Erwartest du viele Monarchen? Auch nicht, ey. Das Einzige, was den Monarchen stört im Cosmo, wenn ich jetzt Cosmo spiele. Eigentlich nur diese Falle, oder? Nur die Falle. Ansonsten die langweilt echt dann rusht einfach rüber. Scheißegal. Ansonsten gegen Pepe, Twin Twister, eigentlich die beste Karte gegen die. Könnte nicht mehr auf die Scale schießen, könnte nicht mehr pendeln. Echt jetzt? Früher war man ja der Meinung, ist auf Scale schießen nicht so gut, dann war schon, können die wieder verwerten und sowas. Ja, eher nicht so. Genau, das Problem ist halt, dass Pepe nichts mehr removed. Deswegen können sie jetzt einen Ball reintun und die einen Ball ist einfach die stärkste Karte gegen Cosmo. Kann man auch nicht mehr Cosmojo aktivieren. Das Einzige, was man hoffen kann, ist. Also ist das eine gute Side-Deck-Karte gegen ihr Side-Deck? Genau, auf jeden Fall. Und du kannst jetzt auch das Geld schießen. Früher war das Geld nicht mehr schießt, war nicht mehr so wichtig, weil dann haben sie auch Neues draufgelegt. Ja, aber, ich glaub, aber der 6er Scale von denen ist doch nicht so, spielen sie nicht so oft, oder? 6er Scale, ja. Die haben 4x4, eventuell 6x, mit Volt 5, 6, 7. Ja, die haben schon viele. Doch, also, doch, viele, doch schon viele. Also man kommt, auf jeden Fall haben die umgebaut, dass man mehr Scales hat, was man schon machen kann. Was noch? Pepe? Ich glaube, Skill Drain ist gegen Pepe auch richtig stark. Eclipse kein Effekt, Sorcerer kein Effekt, Joker kein Effekt, Ablese kein Effekt. Aber Gerdon kein Effekt. Aber Gerdon, ja, auf jeden Fall Skill Drain echt starke Karte. Ansonsten Maxe auch wieder echt stark. Weil die Spiel des Panel passt das. Maxe oder Wailer gegen Pepe? Ich glaube, ich würde beides sogar spielen. Weil den Wailer braucht man unbedingt gegen Eclipse. Die einzige Karte, die Cosmos zerstört. Ansonsten kann Pepe auch nichts. Und jetzt spielen die sowieso alle nur auf Eclipse. Und einfach Cosmos rauszuhauen. Ansonsten gegen Pepe auf jeden Fall hauen sie alles raus zurzeit. Und deswegen brauchen wir zwei Dark Hole oder rund an Raigeki. Raigeki ist ja, Raigeki ist eben. Dark Hole eigentlich auch jetzt. Also ich spiele Dark Hole und Raigeki Main. Weil sie tun alles raushauen und dann beenden sie meistens. Und wenn man kein Dark Hole oder Raigeki hat, ist es ja, wieder schwer, das ganze Feld wegzubekommen. Weil nächste Runde hauen sie wieder alles raus. Ansonsten, ja, das war's eigentlich. Also zurzeit habe ich keine Probleme gegen Pepe. Pepe ist zurzeit echt nicht so, ich weiß nicht, ist nicht mehr so spielstark, außer sie haben alles. Viele perfekte Hand mit Joker, Monkey Board und sowas. Alles echt schwer. Ansonsten. Ja, aber selbst dann ist nur der erste Zug gut. Ja, oder so, aber dann ist der weit, also es ist nicht mehr so explodierend wie vorher, man hat sich dann immer noch einen Joker gesucht, noch ein Monkey Board, dass man den nächsten Zug dann wieder alles raushauen kann, also ist es jetzt nicht mehr der Fall. Ja, die Ressourcen gehen langsam aus und das ist nicht mehr so krass. Erwartest du viel Pepe? Ja, ich denke schon. Auf der OSS. Cosmo und Pepe erwarte ich echt am meisten. 50-50 ansonsten. Das war's dann Pepe. Kommen wir zu Mermel. Gegen Mermel, wie immer, Skill Drain. Skill Drain ist echt beste Karte zur Zeit. Max C's.
Auf jeden Fall. Ist immer, glaube ich, echt krass gegen Mermel, weil die echt am meisten special. Die hauen ja gleich OTK raus. Dann gegen Mermel Dark Holds. Die hauen das ganze Feld voll, wenn man halt irgendwie negieren kann oder nicht stirbt, kann man Dark Hold aktivieren und das ganze Feld geht wieder weg. Da kann man OTK starten. Dann geht hier auch. Und das war's eigentlich. Wailer ist halt noch echt gut. Ja. Wailer kann man halt noch anbauen. Das war's eigentlich. Also man kann doch eventuell, wenn man möchte, Wars einbauen, dann kannst du den OTK stoppen. Oder diese Speedwriter. Ja. Also die meisten Karten gegen Mermel stören halt auch Cosmo ein bisschen. Ja, zum Beispiel Marco Cosmos, Riz, ja. Soul Drain. Ja, so. Gors spielt man normalerweise auch nicht im Ding. Ja, das ist Chance für die Idee. Also falls ihr gegen ihn spielt, passt auf vor Gors. Ja, wenn er Town auf dem Ding hat, ja. So wie man gesehen hat, Max D auf jeden Fall top im Side. Die hier und Twin Twisters. Echt flexible Karten in viele Decks. Ja. Wenn man jetzt selbst Cosmo spielt, wie gesagt, die anderen Karten. Iron Wall, Marco Cosmos und so. Gibt's auch noch. Ansonsten, was gibt's noch? Also BA erwarte ich vielleicht ein, zwei Matches. Bei BA kann man auch spielen, ist jetzt nicht so schlimm. Aber das ist eigentlich dasselbe. Und da reicht auch meistens schon. Wenn man möchte, noch ein Denko Sektor, wenn man TP spielen will. Sowas eventuell. Und das war's, das reicht dann eigentlich auch. Dann ist eigentlich auch schon Game. Also alles, was fallenlastig ist, vielleicht kommt man auf Teller oder so, denkt Säcke, sowas, das reicht dann eigentlich auch nicht. Wie die ganzen Fallen, das nix. Ja. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, Tipps habt, braucht, könnt ihr unten in die Kommentare reinschreiben. Oder Tipps für Jonghat. Genau, Tipps für mich noch, ob ich irgendwelche Karten auf dem Side-Deck spielen soll. Geheimtipps, ja, geheime Karten von euch. Einfach in die Kommentare schreiben, ich werde mir dann überlegen, ob ich sie spielen möchte. Und dann war's. Wir sehen uns auf der YCS. Bis dahin, leider nicht so viel. Hey Leute, ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, checkt und subscribe unsere anderen Videos auch noch bitte. Und checkt auch unser Programm und unsere Facebook-Seite ab. Da findet ihr sicher auch informative und interessante Sachen. Ja, leider nicht.